So, 3, 2, 1. Willkommen zurück bei Spellforce 3. Wir betreten jetzt die Steinformer Stadt. Ah ja, und obwohl eure Beine schmerzen und euer Magen vor Hunger brennt, beschleicht euch eine gewisse Vorahnung, als ihr in die schwarzen Tunnel hinabsteigt. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt es sich so an, als hättet ihr ein Ziel, eine Bestimmung. Ihr werdet aus euren Gedanken gerissen, als ihr weiter vorne im Gang einen Schatten seht, der an den Wänden auf- und abtanzt. Ein Feuer. So, gut. Bevor wir hier reingegangen sind, hatten wir noch einen Ork getroffen. Wahrscheinlich eine Art Schamane, beziehungsweise Gestaltwandler. Und der hat uns auch um Hilfe gebeten. Deshalb hoffe ich mal, dass wir, wenn wir ihm helfen, dass er sich vielleicht unserer Gruppe anschließt. Mal sehen. Oh, bilde ich mir das ein oder riecht es hier drin nach Verwesung? Ich fürchte, ihr habt recht. Auch wenn die viel entscheidendere Frage sein sollte, warum brennen hier Kerzen? An einem Ort, der seit Jahrtausenden nicht geöffnet wurde. Gute Frage. Ihr seid euch sicher, dass das hier der Weg nach Molandir ist, Isgrim? Ja, das heißt, irgendetwas muss hier unten leben. Die Frage ist nur, was? Schätze, das werden wir bald herausfinden. So, na gut. Ja. Mädels und Herzwerk. Mal schauen mal weiter rum. Dass hier überall so hohe Wände sind. Kann man das ja nicht gescheit von oben spielen? Geht natürlich nicht lang. Ah, wow, hier ist ja so ein komischer Stein. Gottstein. So, und ich glaube, das war der erste. Was? Komische Kreaturen. Was war das? Goblin? Keine Ahnung. Gut. Hier wohnen wohl Goblins. Goblins. Schlechter Stab. Nehmen. Bald. Boah. Jetzt wissen wir, woher dieser Gestank kommt. Goblin-Leichen. Ja. Aber wer oder was in aller Welt hat das getan? So, Goblin-Leichen. Soll ich hier eigentlich durchrennen? Ach ja. Na? Interessant. Formoglyphen kommen Ziffer. Passt bestrichen. Okay, was machen die Goblins hier unten? Mit der Kamera ist so. Tja, Ras Atem. Rotz. Was ist das für ein Ding? Was denn? Sieht aus wie ein Golem. Was? Vielleicht Golem? Haben die Wo? Former ihn geschaffen. Hm. Möglich, aber unwahrscheinlich. Wenn ihr mir sagt, in welche Richtung ihr gerade schaut. Ach, das ist da drüben, oder was? Hm. Golem, ja. Macht euch bereit! So, machst du deinen Schlachtruf? Wir zaubern hier mal drauf. Ein bisschen Heilung noch. So. Schauen wir uns das mal an. Kassieren. Kassieren. Wir mal mit dem Golem reden sollen. Hallo, Herr Golem. Moment, da speichern wir aber vorher. Ich will schon speichern.
fortsetzen. Na, sieh mal einer an. Sagt die Worte. Was? Bilde ich mir das ein oder hat dieses Ding gerade mit uns geredet? Ich fürchte schon. Ihr irrt. Sagt die Worte. Gelangt hinter den Torwächter. Bewegung. Guck ich mal weg. So, komm. Es können nur die falschen Worte sein. Die Worte finden wir wahrscheinlich bei den Goblins dann irgendwie raus. Da drüben hin? Gut. Ja. Gut, warum nicht? So. Giftpilze. Warum nicht? Oh, das ist noch mehr. So. Nein, wow. Nein! Aufhören! Warum tun? Warum töten Sprösslinge von König? Ihr riechen unrein, dreckig! Komische Kreaturen ihr seid! Woher kommen? Gott, König? Wir wollen nichts Böses. Wir stellen hier die Fragen. Wir sind nicht euer Feind. Eure Leute haben zuerst angegriffen. Ja! Ja, Sprösslinge haben euch attackiert, weil Sprösslinge Angst hatten. Gottkönig möchte euch nichts Böses. Gottkönig hat gutes Herz. Gutes Herz, wisst ihr? Na gut. Schützt Leute. Schützt Sprösslinge vor Dunkel im Jenseits. Aber für Schutz, König braucht Macht. Und für Macht, König braucht Fleisch. Fleisch von Sprössling. Fleisch. Fleisch. Macht. Fleisch. Roh und stark. Ihr esst eure eigenen Leute? Habt ihr gerade gesagt, dass ihr eure eigenen Leute esst? Ja, für Schützen. Für Schützen vor Dunkelheit im Jenseits. Nein, Gottkönig nicht gefällt, nein! Gottkönig nicht stolz, aber ja, Gottkönig muss. Wenn nicht ist, dann verliert Macht. Aber wovor müsst ihr eure Leute denn beschützen? Vor Monstern? Vor Schrecken, vor Schmerz. Aber ihr, Leute aus komisch Fleisch, würdet nicht verstehen. Denn ihr nicht habt gesehen. Was haben wir nicht gesehen? Den Schrecken! Unaussprechliches Böses! Nebel und Klauen und Dunkelheit! Brut der Stadt von alten Göttern! Immer wenn 14. Tag Böses kommt und holt Sprösslinge, um zu essen, zu töten! Der Golem? Und nur Macht! Nur Macht! Kann Böses bannen. Und für Macht, Gottkönig braucht Fleisch. Trauriger, trauriger Kreis aus Schmerz. Was er da beschreibt, könnte eine Abscheulichkeit sein. Laut den Schriften kommen sie oft in den Ruinen der Forma vor. Oder aber er hat einfach nur einen Dachschaden. Schätze, ja. Wir werden es nie herausfinden. Dachschaden? Gottkönig weiß, was bedeutet. König nicht mag, wenn so über ihn spricht. Okay, und Macht? Aha. Und was ist diese Macht, von der ihr sprecht? Magie. Alte Magie. Gelernt von Urgroßvater.
alter Gottkönig. Aber Magie nur dann klappt, wenn König Fleisch von Sprössling ist. Am Tag vor 14. Tag. Vielleicht spricht er von einer primitiven Form der Nekromantie. Das ist durchaus möglich. Und sie benötigt Goblinfleisch, um zu funktionieren? Gut möglich. Wir wissen doch alle, wie sehr die Priester Nors ihre ethisch fragwürdigen Rituale lieben. Das ist grauenvoll. Das ist grauenvoll. Grauenvoll? Komische Fleischwesen haben nicht zugehört. Haben sie nicht? Wenn Gottkönig nicht isst, verliert Gottkönig Macht. Und dann Böses vom Dunkel im Jenseits sie holen wird. Komische Fleischwesen, kein Respekt. Komische Fleischwesen sollten verschwinden. Dahin gehen, wo sie herkommen. Würden wir, aber können wir nicht. Wir sind hier, weil wir nach der verlorenen Stadt der Former suchen, Mulandir. Und ich glaube, sie ist das Dunkel im Jenseits, wovon ihr sprecht. Aber ihr werdet sterben. Wir haben keine Wahl. Könnt ihr uns helfen, dieses Steintor mit dem Golem zu öffnen? Gottkönig gefällt nicht. Aber Gottkönig versteht. Ja, wird helfen. Aber zuerst ihr helft ihm. Na gut. Was wollt ihr? Ihr sollt froh sein, wenn ich euch nicht einfach töte. Okay, in Ordnung. Was wollt ihr? Einfach, einfach. Gruppe von heimtückischen Sprösslingen versucht, meinen Thron zu rauben. Ihr tötet Rebellen für Gottkönig, bringt ihm ihr Fleisch als Beweis. Gottkönig zeigt euch Weg durchs Tor. Oh, verstanden? Verdammt. Du heilige Scheiße. Findet und tötet die Goblin-Rebellen. Sehr interessant, dass sie unsere Sprache sprechen. Sie müssen wohl schon einmal Kontakt mit der Außenwelt gehabt haben. Stimmt. Das sind komische Gravuren auf dem Holz. Ich glaube aber nicht, dass wir die ohne einen Schlüssel aufbekommen. Wahrscheinlich nicht, nein. Geht's hoch, da geht's runter. Verflixt. Oh. Bin ich die Einzige, die das eben gesehen hat? Nein. Das muss ein Goblin gewesen sein. Und zwar ein verdammt großer. Interessant. Platziert Goblinfleisch. Pilz tut nichts. Gut. Dann gehen wir mal in Deckung. Mal sehen, ob das funktioniert. Na, schauen wir mal. Goblinfleisch. Verstanden. Alles klar. Kommt der jetzt hier raus? Wow. Fleisch! Rieche frisches Fleisch! Werde dich essen. Ich brauche Mana. So, und drauf. So, K.O. Das war's. Neue Stufe erreicht. Sehr gut. Golem Zertrümmerer. Ab mit gegen Golems. So.
Truhe kriege ich jetzt immer noch nicht auf. Korrekt. Na, sieh mal einer an. Doch. Sicher doch. Wo geht's hier hin? Schau das mal an. Nichts weiter. Goblin-Rebellen. Alles klar. Wenn ich jetzt hier lang laufe, komme ich wohin? Klingt gut. Klar recht, Sarah. Sollten aufgeben. Gottkönig zu stark. Gottkönig zu grausam. Aber ihr Mutter genommen. Ihr Sohn genommen. Gottkönig wird essen, 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 bis wir alle tot. Nein. Nein, nein, nein. Du nicht verstehen. Gottkönig braucht Fleisch, damit Gottkönig Macht nutzen kann. Und nur Macht kann schützen vor Dunkel im Jenseits. Lügen. Alles Lügen. Ihr Schwach. Ihr Feiglinge. Ihr Ratten. Ihr Reichen. Okay, wollt ihr jetzt kämpfen? Gut. Na schön. Okay, also die konnten ja mal überhaupt nichts. Thronschlüssel. Ich glaube, das war's. Die Rebellen sind tot. Ich fand nicht, dass sie sonderlich rebellisch aussehen. Sie hatten Angst. Wir hatten keine Wahl. Gehen wir zurück zum Gottkönig. Ja, tun wir das. War keine gute Tat, was wir gemacht haben. Kann ich mal meinen. So. Schwupp, schwupp, schwupp. Interessant. Lichter Altar. Scheiße, jetzt bin ich hier wieder am Anfang oder was? Ja. Nun gut. Hier ist wieder das Golem-Vieh. Wo ist die eine Truhe? Alles die sind da. Kommt, meine Mädels. So. 25. Amulett, Fokus 10. Alles nehmen. Okay. Fokus, Fokus, Fokus. Brauche ich denn viel Fokus eigentlich? 31, 29, 20. Effektdauer. Kosten. Komm, du kriegst. Du musst zaubern. 12. Anaheim. Siehst du was da, ja. Siehst du noch weniger
444, alles 4. Runnerhelm taugt dir nichts und dir auch nicht. Ah, was hatten wir hier? Trümmerer. 776. Autoattacken gegen Golems. So. Schild 12%, 12%. So, dann mache ich mal wieder eine kleine Pause. Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.